Jo, moin Leute, was geht bei euch? Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Herzlich willkommen in diesem Video. Passend zum letzten Let's Play Video von dem Bärchen gebe ich euch heute einen kleinen Guide für den Wächterdruiden für M+. Wir wollen uns einmal kurz die Fähigkeiten angucken und dann gehen wir auch schon ins Gameplay rein und ich zeige euch an der Praxis, wie man ihn dann so spielt. Ne? Also, wir fangen mal kurz an. Werte, wir gehen auf Tempo Vielseitigkeit auf jeden Fall. Und die Skillung, die ich jetzt hier habe, die zeige ich euch jetzt mal kurz, aber gehen wir nicht weiter drauf ein. Ich kopiere euch die unten unter das Video runter und dann könnt ihr die gerne abkopieren. Also, ich möchte jetzt einmal kurz mit euch die Fähigkeiten durchgehen, wenn wir in unserer Bärchenform drin sind, was wir hier so haben. Wir haben natürlich einmal den Knurren, das ist unser Sport, das ist klar. Dann haben wir Frankenhieb, das ist einfach ein normaler AOE-Schlag, der geht auf 5 Ziele. Den benutzen wir, wenn wir gerade keine Wut haben. Dann haben wir unser Zerfleischen. Das ist auch so ein Single-Target-Schaden, der erzeugt Wut und erhöht sich den Schaden, wenn die einen Bluten-Debuff drauf haben, als wenn die gerade bluten, zum Beispiel vom Hauen. Ne? Da können wir halt zum Hauen. Das ist auch ein AOE-Blutung, der ist bis zu 5 Mal stapelbar. Den werden wir auch immer benutzen, wenn wir den ready haben. Der hat nämlich eine kleine Ablenkzeit von 5 Sekunden. Aus seiner Inkarnation, da können wir den meistens durchspammen in der Phase. Also nutzen wir, wenn es ready ist, um auf jeden Fall erstmal diese 5 Debuffs auf den Gegner aufzubauen. Ne? Dann haben wir hier Zermalm. Das ist unser starker Single-Target-Hit. Kostet allerdings 40 Wut. Also der ist zum Wut ausgeben und nicht zum Aufbauen. Ne? Dann haben wir hier unser Eisenfell, das sollten wir eigentlich immer versuchen aktiv zu halten, kostet 40 Wut, erhöht unsere Rüstung halt extrem, dadurch werden wir sehr tanky. Ich habe mir hier ein kleines Makro geschrieben, das kann ich euch auch unter das Video kopieren. Das ist nämlich einfach nur Show Tooltip Eisenfell, Cast Hauen und Cast oder Use Eisenfell. Das bedeutet, wenn ich darauf drücke, dass er automatisch auch gleich Hauen nutzt, weil das Eisenfell löst keinen Global Cooldown aus und man kann halt einfach zwei Sachen gleichzeitig benutzen, wenn man die Wut hat. Wir stimmen jetzt hier einfach mal kurz rein, bauen wir eben Wut auf. Und ich kann halt auch drauf drücken, wenn ich keine Wut habe, dann nützt er nämlich dieses Hauen immer. Das lässt sich sehr, sehr angenehm spielen, weil ich das einfach durchspammen kann, ne? Diese Taste, und drücke quasi immer das Richtige. Zumindest in AOE-Situationen. Finde ich sehr angenehm, habt ihr gerade gesehen. Wenn es nicht ready ist, dann kannst du dir halt trotzdem hauen. Und wenn ich die Wut dafür habe, dann machst du das Eisenfell dazu. Und hier kann man sehen, wie ich das Eisenfell halt gerade abhabe oder wie viele Stacks, weil das kann sich auch stapeln. Ich habe jetzt hier schon Rüstung erhöht von 20.000, 30.000. Während der Inkarnation und man einen krassen Wutaufbau hat, geht das schon mal auf 7 Stacks hoch oder so. Okay, dann haben wir unser Platten. Das ist unser starker AOE-Hit. Also im Gegensatz zu Zermalm. Zermalm benutzen wir als Single-Target und Platten würden wir in AOE-Situationen benutzen. Vor allen Dingen, wenn es gerade proggt und es anfängt zu blinken. Dann haben wir unsere rasende Regeneration. Die benutzen wir immer, wenn wir gerade viel Schaden kriegen. Da können wir uns mit so einem kleinen Hot selber schön hochheilen. Dann haben wir Zorn des Schläfers. Das ist ein Death-CD und ein Damage-CD in einem. Erhöht verursachten Schaden, Lebensraub und verringert erlittenen Schaden. Sehr stark. Dann haben wir die Überlebensinstinkte, das ist einfach ein Death-CD. Da kriegen wir nämlich 6 Sekunden lang 50% weniger Schaden. Sehr, sehr stark. Das ist ein Trinket. Dann haben wir die Inkarnation. Das macht, dass Zerfleischen auf bis zu 3 Ziele geht. Maximale Gesundheit erhöht und wir haben einen viel krasseren Hutaufbau. So, ne? Dann haben wir den Vortex, den können wir für mehrere Sachen benutzen. Das ist einfach so ein Kreis, den legen wir hier hin. Und alle Gegner, die jetzt hier rauslaufen würden, würden einmal zurückgezogen werden. Oder wir legen ihn hin und benutzen danach einmal den Taifun. Dann schubsen wir die einmal weg und die kommen sofort zurück. Dabei wird halt alles unterbrochen, was die Gruppe gerade castet. Das ist ein sehr, sehr starker Spell. Oder wir benutzen den einfach, um irgendwie die Schemen bei Boshaft-Affix oder so da festzuhalten. Dann haben wir die Wiedergeburt, das ist unser Battle Rest. Dann haben wir die Baumrinde, das ist ein Death-CD für uns, der verringert erlittenen Schaden und erhöht die Heilung, die wir bekommen in dem Moment. Dann haben wir noch die Erneuerung. Das ist einfach so ein kleiner Oh-Shit-Heal, der heilt uns sofort um 30% unserer Gesundheit, was sehr, sehr viel ist. Schädelstoß ist halt einfach unser Unterbrecher, geht auf Single-Target. Dann haben wir das erschütternde Gebrüll,
Das kann man in so eine Gruppe reinmachen. Das ist einmal so ein Desorientieren, was alle so unterbricht und so. Kann man sehr gut benutzen. Spurt ist einfach ein kleiner Speed-CD. Da gehen wir kurz in Katze und können halt schnell rennen. Dann haben wir den Typhoon noch. Wie gesagt, eben schon. Das ist einfach zum Wegschubsen. Besänftigen. Können wir Wutzustände von unserem Ziel runternehmen. Dann haben wir noch die wilde Attacke. In welchem Form ist es einfach der Ansturm hier? Finde ich sehr gut eigentlich zum Pullen. Dann haben wir noch die Wucherwurzeln, womit wir ein Ziel so festwurzeln können. Ist allerdings problematisch, weil wir dafür die Bärchenform verlassen. Und zu guter Letzt haben wir noch das anstachelnde Gebrüll, was einfach ein Speedbuff für die ganze Gruppe ist. Sehr, sehr stark. Vor allen Dingen auch einen relativ geringen Cooldown hier von einer Minute. Finde ich, ja, ganz geil. Ich würde jetzt auch schon gleich mit euch in die Praxis gehen, weil einfach im Kampf ist es nicht so langweilig für euch und man kann das besser sehen und gucken. Ihr könnt gleich unter meinen Aktionsleisten immer sehen, welche Tasten ich jetzt gerade gedrückt habe. Das zeigt Details da an, das habe ich für euch eingestellt. Dann könnt ihr den Kampf vielleicht besser verfolgen. So, ich werde mir jetzt mal einen Random Key suchen und dann gehen wir mal ins Gameplay rein. So, dann wollen wir uns noch mal angucken, wie der Bär so in der Praxis aussieht. Also hier Dungeon-Vorbereitung. Das mal ganz normal, Rune, Fläschchen. Buff-Hut haben wir noch rein, dann buffen wir die Gruppe gleich einmal mit Mal der Wildnis. Das ist für alle ein Vielseitigkeits-Buff. welcher echt stark ist, würde ich sagen. Und dann gehen wir auch schon in den Bär. Wenn gleich der Timer abläuft, können wir in der letzten Sekunde schon einmal die Inkarnation ziehen. Das ist ein 3-Minuten-Cooldown. Das heißt, der wirkt dann noch ein paar Sekunden. 30 Sekunden hält er an, 10 Sekunden Startzeit. Also gut, wir haben keinen Timer bekommen. Konnten wir uns leider nicht vorbereiten. Gut so, ist halt so. Also, erster Pull, gehen wir rein, ziehen erstmal ein Fläschchen, Trank der schockierenden Offenbarung. Das ist einfach AOE-Schaden. Dann gehe ich hier mit der Inkarnation rein und ziehe mir die mit Hauen einfach alle zusammen. Und immer wenn wir einen Proc haben auf Plätten, nutze ich noch Plätten. Ich habe auch den Zorn des Schläfers aktiv, einfach als Damage-Buff, Lebensrauch-Buff und auch Death-CD-mäßig. Das ist ja vieles in einem. Dann kloppen wir hier einfach alles kaputt. Ihr seht schon, Schaden haben wir ganz gut gemacht. Dann können wir die Gruppe immer unterstützen mit unserem anstachelnden Gebrüll. Stürmen wir rein. Wenn wir einmal das Hauen drauf haben oder den Debuff, dann haben wir die eigentlich schon ganz gut angetankt und können die hier rumziehen, ne? Wie gesagt, ich habe ein Makko, was gleichzeitig, wenn ich Eisenfell drückt, auch einmal Hauen auslöst. Und ja, deswegen drücke ich eigentlich nur auf mein Eisenfell-Makro und habe dann gleichzeitig Eisenfell aktiv und drücke Hauen. Zwischendurch kicken wir. Wenn wir die Nachwachsen-Procs kriegen, dann können wir gucken, ob in der Gruppe gerade jemand sehr, sehr schwer verletzt ist. Den können wir damit heilen. Zum Beispiel hier den Parler jetzt, den ziehen wir einmal hoch. Das geht teilweise bis zu 500, 600k Heal-Crits hoch. Also das ist sehr, sehr stark. Und ja, kann man gut machen. Hier stürmen wir wieder rein, Berserker aktiv. Wir könnten jetzt als Dev-CD noch Überlebensinstinkte ziehen, aber das brauche ich jetzt hier gerade im 15er nicht. Wie gesagt, ich mache jetzt hier eigentlich die ganze Zeit nur Hauen und Eisenfell und auf Proc zerfleischen oder halt plätten. Wenn jemand Schaden kriegt, dann heile ich den zwischendurch mit meiner Aura. Kicken tue ich natürlich mit dem Schädelstoß. Ich könnte auch unterbrechen mit erschütterndes Gebrüll. Und wir haben noch eine Möglichkeit zu kicken, wenn wir zum Beispiel hier einen Vortex hinlegen und einmal alles wegschubsen mit Typhoon. Dann werden die kurz weggeschubst und kommen automatisch zurück. Das kann man als Unterbrechen für die ganze Gruppe benutzen. So, hier geht das ziemlich flott ab. Single Target sieht das Ganze genauso aus, was ich drücke. Allerdings, wenn ich die Procs habe, auf Plätten und Hauen, Zermalm, Entschuldigung, entscheide ich mich für Zermalm, weil das ist unser Single Target Spell, sage ich mal. Ich versuche trotzdem von dem Hauen die 5 Stacks auf dem Ziel aufrechtzuerhalten, den Dot. Ne? Geht bei mir ja sowieso fast automatisch, weil ich, wie gesagt, mit diesem Makro spiele. Ist eigentlich ganz angenehm und sehr einfach zu spielen. Ne? Zwischendurch heilen wir die Gruppe, machen Schaden. Wenn gerade nichts zu tun ist, könnt ihr auch einen Mondfeuer-Buff ticken lassen, Single-Target. Das lohnt sich in AOE-Kämpfen eigentlich nicht.
Aber Single Target mache ich das einfach mal, zum Beispiel, wenn der jetzt wegfliegt oder wegspringt. Ist nicht so wichtig, aber das kann man zwischendurch machen, ne? Ansonsten haben wir als Utility halt noch als Death-CD unsere Baumrinde, dadurch kriegen wir weniger Schaden und mehr Heilung. Dann haben wir noch die Erneuerung als Sofortheilung, falls wir mal gerade viel Schaden kriegen. Wir können dann auch noch zwischendurch unsere rasende Regeneration benutzen. Einfach, um uns in großen Puls oder in Puls, wo viel Schaden reinkommt, noch nebenbei noch mit zu heilen. Das brauche ich jetzt ja eigentlich nicht, weil ich durch den Absorb von dem Zorn, Ursachs Zorn, eigentlich genug heile. Tja, was haben wir noch an Utility? Wir haben, wie gesagt, das anstachende Gebrüll, einfach um den Speed-Buff an die Gruppe zu geben. Wir können entfluchen, wenn wir es geskillt haben. Ich habe es jetzt gerade nicht mit. Und den Vortex habe ich schon erzählt. Battle Rats haben wir natürlich. Ja, und das war es soweit schon. Ich finde eigentlich alles in allem sehr, sehr geile Klasse aktuell. Fast ein bisschen zu langweilig, weil wir... ich finde den Bär gerade schon sehr, sehr OP, was ihr damit für Puls spielen könnt. Oder wie überlebensfähig diese Klasse einfach ist. Ich kann mit dem Puls spielen und kann nebenbei noch ein Mittagessen kochen, sage ich mal. Wo ich mich einfach langweile, wo ich mit meinem voll-equippten Pala richtig ins Schwitzen komme und richtig arbeiten muss. Ne? Klar, ist mal entspannt und mal schön. Aber ich finde es aktuell, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben, wie der Char so ist. In manchen Situationen. Wenn es jetzt natürlich viel Magieschaden oder sowas reinkommt, dann wird es schon manchmal eng, gegen zu heilen. Aber gerade so die großen Puls hier, können wir diese zwei Gruppen zusammenziehen. Inkarnation, dann den Zorn des Schläfers damit rein. Wir spammen unser Makro und ballern hier einfach rein. Und guck mal, hier kommt einfach kein Schaden rein, ne? Ich absorbiere das alles mit Ursachs Zorn. Und es ist einfach absolut kein Stress, obwohl wir jetzt hier noch so viel dazu geaddet haben, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Aber es ist einfach easy peasy. So als kleiner Tipp, hätte ich euch vielleicht am Anfang sagen sollen, unter meinen Aktionsleisten habe ich eingestellt für euch, dass immer das angezeigt wird, was ich gerade benutzt habe. Ne? Ich weiß gar nicht, was das hier gerade für ein Riesenpull ist, aber ist auch egal. Ja, ich denke, ihr habt jetzt auch alles gesehen, was es spielmäßig von dem Bär zu sehen gibt. Andere besondere Situationen kommen eigentlich gar nicht, außer dass noch mehr Schaden reinkommt und ich vielleicht die rasende Regeneration benutzen müsste. Habt ihr gesehen, wie krass ich den Tiger gerade hochgeheilt habe mit dem nachboxenden Proc? Also das war schon echt insane, was der teilweise raushaut an hier. Okay Leute, ich werde das jetzt hier trotzdem beenden, weil, wie gesagt, ihr habt jetzt alles gesehen. Ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen für euch. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, es kommen hier auf diesem Kanal auch immer wieder Let's Play Videos. Da könnt ihr euch satt gucken oder ihr folgt mir einfach auf Twitch. Wenn ich dann mal wieder live bin, im Moment mache ich eine kleine Pause von Twitch, gibt es dort auch wieder genug Gameplay zu sehen. Wir pullen jetzt hier noch einmal den großen Folie, spielen wir nochmal zu Ende. Hier zeige ich euch einmal die Vortex-Aktion. Zack, sind alle unterbrochen. Nicht nur die Kicks, sondern auch die Wirbeldinger und so. Dann heilen wir den DK hier nochmal einmal hoch. Und gehen aus dem Pull her einfach locker mit über 100k raus. Und im ersten Pull haben wir, glaube ich, sogar... Ach, guck mal, ich habe gar keine Inkarnation gezogen. Habe ich zwar gedrückt, aber war wahrscheinlich gerade im Global Cooldown. Hat er nicht angenommen. Ist egal, aber trotzdem easy, ne? So, dann heilen wir den DK nochmal kurz hoch. Und jetzt reißt, Leute. Ich bin raus. Über, Like, eure Meinung in den Kommentaren oder Abonnent für diesen Kanal. Würde ich mich sehr freuen. Falls ihr ganz geil seid, könnt ihr es ja auch in Erwägung ziehen, hier eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen, um mich ein bisschen zu unterstützen oder ein cooles Chat-Symbol zu haben bei euren Kommentaren. Da will ich aber niemanden zu zwingen oder überreden, aber dürft ihr gerne, ne? Danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao.